Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play. Wir spielen Ori and the Blind Forest. Auf leicht, normal, schwierig und ein Leben. Ich würde jetzt erstmal sagen normal. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Hallo Nico. So, wir sind jetzt die etwas pummelige Dame. Wir sind im Schwalbennest. Und schlurfen so unseres Weges. Wir müssen natürlich gucken, was es für ein Licht war. Als Naro mein Licht an sich nahm, sacht. Als ihr eigenes Kind. Das ist super. Ich fange an zu streamen und natürlich geht meine Stimme weg. So, wir sind die kleine leuchtende flausche Kugel. Ich finde, er sieht ein bisschen so aus wie bei Lilo und Stitch. Da gab es ja 100.000 Experimente und ich finde, er sieht aus wie eins davon. Hier haben sie schön gemalt, Naru und Ori. Und die haben ganz viel hier zu futtern. Das ist ihre Höhle. Hallo Naru. Ups. Und der Baum ist leider schon leer gepflückt. Da sehen wir schon ganz viele Xe. Da haben sie schon ganz viel Vorrat gesammelt. Aber da drüben scheinen noch ganz viele Obstbäume zu sein. Ein richtiges Paradies. Und jetzt müssen sie erstmal eine Brücke bauen. Gott sei Dank machen die beiden das. Weil ich habe zwei linke Hände. Alles noch sehr idyllisch. Und er kann immer im Dunkeln lesen. Er hat immer seine eigene Nachttischlampe dabei. Oh. Naro mampft vor sich hin. Weiter nach rechts kann ich nicht, da ist ein großer Baum. Deswegen schnappen wir uns mal unser ganzes Essen und... In dieser schicksalhaften Nacht. Gehen mal zu diesem komischen Leuchten. Tauch dich den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Da ist der Baum. Wenn ich Naro gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht, weil es sah gerade ein bisschen furchteinflößend aus.
Jetzt sieht's leider nicht mehr so schön aus. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Alles ist verwelkt. Wir haben nichts mehr zu essen. Naru kann schon gar nicht mehr richtig laufen. Und das reicht nicht für die beiden. Der große leuchtende Baum da hinten ist verdorrt. Ich erinnere mich an die Zeit. Und da oben ist noch was, ein bisschen zu essen. Aber Naru kommt leider nicht ran. Im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war. Ori ist ein bisschen kleiner. Ein bisschen sportlicher. Der holt noch was zu essen. Die letzten kümmerlichen Reste. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Jetzt schnell zurück zu Naru. Ui, was ist das? Und genau jetzt hätte ich am liebsten ausgemacht. Ich finde es so traurig. Das fängt schon super an, das Spiel. Könnt jetzt schon nach den Taschentüchern greifen. Nun wieder eine Weise ganz allein. Ach Mensch, Ori. Ohne Grund zu bleiben. Und uns geht's auch nicht gut. Wir haben auch ganz doll Hunger. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schreie ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Als die Kraft meines Kindes wich. Ich muss übrigens lenken. Und es ist so,
So traurig. Und der letzte Atemzug getan war. Lebte mein Licht, Ori, wieder und ein neues Zeitalter begann. Hallo Dinodan. So, und ab jetzt. Hallo Lazy Lemming. Können wir die Taschentücher wegpacken? Ab jetzt wird es nicht mehr so traurig. Hoffe ich mal. Ich habe das Spiel nicht mir angeguckt. Ich habe es mir bei keinem Let's Player angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ich habe ziemlich Schiss vor dem Spiel, weil es ein sehr, sehr schwieriges Jump'n'Run ist. Deswegen habe ich es so lange auf die Bank geschoben. Halte Space gedrückt, um höher zu springen. Also wir können einmal so springen und wir können einmal so springen. Und natürlich springe ich daneben. Ich spiele mit Maus und Tastatur, weil man das nur mit einem Xbox-Controller spielen kann und ich besitze keinen. Deswegen werdet ihr vermutlich ab und zu mal die Leertaste hören, weil damit springt man halt. Und die werde ich nachher spammen müssen. Jetzt erkunden wir erstmal die Gegend. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem, keine Ahnung was, hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Wenn wir nach unten drücken und springen, dann kommen wir hier auch runter. Und ihr müsst mir halt sagen, wenn euch die Musik zu leise ist. Wenn man nur mich hört. Also die Musik ist nämlich hier wunderschön und die sollte man eigentlich schon hören. In das Wasser dürfen wir nicht. Das ist lila und sieht nicht so gesund aus. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Wir sollen E gedrückt halten, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und zu speichern. Dann sieht man hier so eine Art Portal. Ich finde schön, wie sich alles bewegt, wenn man so dran vorbeizischt. Hallo, Sita. Ach du, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Uhuhu. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du deinen Ring füllst, erhältst du einen Fertigkeiten- oder Fähigkeitenpunkt. Noch ein bisschen fehlt uns, dann haben wir die erste Fähigkeit freigeschaltet. So. Du hast einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe E, um das dann dir auszusuchen. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Jetzt muss ich das Licht hier aufnehmen. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich habe schon ganz kurz reingespielt, ja, eine Stunde ungefähr. Und dann habe ich ausgemacht, also mehr weiß ich auch nicht. Komm, das sah so aus, als ob du wusstest, dass da was kommt. Ja, ich hab's gewusst, ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still. Hörst du das?
Sie müssen dir hierher gefolgt sein. So, jetzt müssen wir kämpfen. Nimm das. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Wow, Hilfe. Das Spiel ist auch unglaublich süß, aber wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad her nichts für Anfänger. Also man sollte hier schon ein paar Jump'n'Run-Spiele gespielt haben, weil sonst kann man das echt vergessen. Es zieht nachher ganz schön an. Jetzt ist es ja noch alles ein bisschen Pillepallo, weil man muss ja jetzt erstmal hier reinkommen. Aber ich habe schon ganz schön geflucht. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. So, das ist die Karte. Wir sind da unten und wir müssen zum Geisterbaum gehen. Die Karte ist auch unglaublich verwirrend. Finde den Geisterbaum. Musik könnte lauter sein oder deine Stimme ein wenig leiser. Okay, dann machen wir mal ganz kurz die Musik. Hilfe und Optionen. Soundeffekte. Musik. Ich denke, die Soundeffekte, die müssen nicht laut sein, aber die Musik dann. Okay. Und wenn wir Tab machen, dann können wir die Karte sehen hier. Das haben wir schon alles erkundet und da oben müssen wir hin. Das können wir jetzt kaputt machen und dann kriegen wir hier unsere Lumpsies. Und die haben wir vorhin gespeichert, da können wir jetzt E drücken. Und können unseren ersten Fähigkeitenpunkt in unserem Fähigkeitenbaum aktivieren. Und zwar gibt es hier drei Spalten. Das ganz linke ist für mehr Kraft, mehr Power. Das in der Mitte ist, glaube ich, so Gimmicks halt, um ein bisschen das leichter zu haben. Und der hier vorne ist für das Geisterlicht zuständig, zum Speichern und so. Ich habe als erstes Geistermagnet gemacht. Würde ich jetzt auch nehmen, weil dann kommen die ganzen Sammelobjekte zu mir geflogen. Dann habe ich es einfach ein bisschen leichter. So, das hier muss man auch kaputt machen. Man hat es jetzt mit diesem schönen Geisterlicht oder was auch immer da, mit dieser Kugel hier, schon wesentlich einfacher. Aber natürlich kommen auch jetzt Gegner, also vorher konnte ich hier ganz locker flockig rüberspringen, jetzt geht es nicht mehr. Dafür finde ich die Lichteffekte unglaublich schön. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Das ist so ein Save Point, hier kann man speichern, sich teleportieren und einfach mal auftanken. So, da drüben können wir noch nicht hin, aber hier können wir durch. Oh, Hilfe. Halte Shift gedrückt, um Objekte zu greifen und sie hin und her zu schieben, ziehen, was auch immer. Dann können wir hier unten durch. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Einen Stein haben wir gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man hier rüber kann. Kann man.
Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Da brauchen wir aber zwei Schlüssel, also einer reicht leider nicht. Das wäre ja auch viel zu einfach. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, ich schaffe das. Und den zweiten Stein. Einmal bitte aufmachen. So. Was hat die gesagt? Wo müssen wir hin? Ich glaube, na, zum Hohlhain, aber ich möchte jetzt erstmal hier drüben gucken, wie weit wir hier kommen. Also ich gehe nicht immer den direkten Weg. Ich schaue mich hier auch gerne ein bisschen um. Hier brauchen wir wieder Schlüsselsteine. Wenn wir übrigens sterben und nicht gespeichert haben, dann müssen wir da wieder anfangen, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Also immer wenn ihr hier so Kristalle seht, speichern und dann euch den Kristall erst schnappen, wenn ihr voll seid, weil das kann echt ziemlich nerven, wenn ihr schon eine Weile gespielt habt und dann sterbt ihr und dann müsst ihr den ganzen Weg nochmal laufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst nach unten soll. Gehen wir mal nach unten. Autsch, natürlich hat er mich getroffen. Ori, dies ist ein Kartenstein, einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nebel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Jupp, da oben ist was. So.